Mal gucken, was wir mit den Patienten machen können. Nee, Digga. Mit der Zange schneide ich einfach nur das Metall durch. Halt mal fest da hinten. Nee, Digga, da ist einfach die Schraube durch. Digga, gab es Becken von Nokia oder was? Ach, die wurden da festgeleimt. Wer leimt denn Schrauben? Ja, dann bringen auch die ganzen Nägel nichts. Die Schrauben nichts. Ey, pass doch auf. Digga, das wird nichts. Ich kann mir ein neues Bett kaufen. Das Bett ist für den Arsch. Ich gucke jetzt, dass ich den ganzen Mist irgendwie zusammengeschoben kriege und dann weiß ich nicht. Wenn ich es nicht hinkriege, dann penne ich halt auf dem Boden. Erstmal zur Beruhigung einen trinken. Mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, außer die hier zusammenzustecken. Stuppel, die ich habe, und zu hoffen, dass das Ganze hält, weil wenn nicht, bin ich gearscht. Und dann räume ich die hier erstmal wieder raus. Was halt nicht verbaut, ne? Kriegst da nicht rein. Ich weiß auch nicht, an welchen Punkt man die reinbauen muss. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was irgendwas von den Dingern hier noch ist. Ich meine, ich könnte festschrauben, ja. Das wäre der letzte Ausweg. Dass ich die einfach mit den neuen Schrauben festschraube. Die jetzigen Teile. Das wäre noch eine Überlegung. Da ist halt die Frage, lohnt sich der fucking Aufwand? Und die Antwort wird vermutlich sein, nein. Nein, tut's nicht. Lohnt sich nicht. Absolut nicht. So. Hier ist nichts dran. Wir müssen so rum. Das steht fest. Also, die Tatsache, dass es hin muss, steht fest. Das Ding an sich eher nicht. So. Ich bin überfragt. Ich bin legit überfragt. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe. Wobei? Das weißt du, wüsste ich selber gerne. Oh, warum stellt man. Warum stellt man sein Glas dahin? Wenn man weiß, dass man da 100 Mal durchgeht, durch diese Stelle. Ach man, das wird doch nie wieder trocken hier. Ich bin auch dumm, dass ich es da hinlege. Es war klar, dass irgendwann was passiert. Das Video ist der reinste Schrott. Genauso wie mein Bett und die LED-Leiste und mein Kanal, mein Leben, alles, was ich habe.
Es fällt immer irgendwas um, es fällt irgendwas ab, es fällt irgendwas auseinander. Und am Ende schmeiße ich mich heute Abend in das Bett und es fällt komplett ein. Weil ich bin... Ich muss mich ganz schnell beruhigen mit irgendwas. Und wenn ich mir gleich in die Eier boxe und mich das beruhigt. Halt bitte deine Hand hier einfach drauf, damit das Schweineding nicht umfällt. Ich komme mir vor wie so ein Affe. Doch, rein! So, Hand weg! Ist mir jetzt scheißegal. Das stoßen wir jetzt da hinten nicht rein. Jetzt machen wir es erstmal da drüben dran. Wo müssen wir erstmal hinlegen? Nein. Semmel den voll einer hinten rein. Jawohl. Okay. Den legen wir jetzt ab. Pass auf, es darf nicht knacken. Setz dich nicht drauf. Den Teil hätten wir. Jetzt festhalten. Ich brauche noch eine fünfte Hand. Ich bräuchte eine fünfte, eine sechste und eine siebte Hand und eine achte, die mir am Arsch kratzt. Ich lasse die Mitteldinger und die Schienen raus. Ich habe keinen Bock, ich weiß nicht, wie man die reinmacht. Martin? Ja? Wir haben einen riesen Fortschritt. Wir müssen jetzt rein theoretisch nur festmachen. Dann hast du schon mal die Struktur. Dann habe ich schon die Struktur, ja. Und das ist ein fetter Fortschritt. Welche Richtung muss man drehen, damit es fest wird? Digga, Hauptsache hier bist du fest! Jetzt müssen wir das schwere Ding da irgendwie dran kriegen. Das kriegen wir hin. Hoffen wir. Und zur Not können wir es zum Schluss nochmal probieren mit diesen schweren Dingern. So. Jetzt mache ich das hier erstmal. Ja, steht das wenigstens. Ach ja, Mann, du hebst das eine an und auf der anderen Seite fällt es runter. Wie das nicht steht. Willst du mich rollen? Weil das so traurig ist, dass hier steht nicht mal. Alles andere ist einfach hochgeht. Es fliegt einfach. Aber das ist nur zur Stabilisation in der Mitte da. Oh ja, das ist geil. Jetzt das. Okay. Wollen wir das? Nein. Du passt die Seite an das, was ich hier vorne mache. Drauf. Jawohl! Wikinger-Werkzeuge, die Hände! Okay, kannst du erstmal aus dem Bild rausgehen, mein Freund. Außerdem erlaubst du mir, dass ich dich zeigen darf. Why not? Drehling, Schraubling. Alter, tut richtig weh, ne? Na, und da unten ist ein bisschen Platz für Katze Paula. Nichts. Hier. Ich kann mit der Schraube das Loch ficken. Wenigstens die vier müssen fest werden. Ich weiß aber nicht, wie das da hinten liegt. Ich kriege das wieder an. Digga, was knüpft denn da? Jedes Mal über. So, jetzt einfach das Bett schlagen. Gewalt ist eine Lösung. Richtig. Ich wusste es schon immer. Digga, die will nicht. Schieb das Bett halt so nach oben, dass du nicht auseinanderfallen kannst. Jetzt gucken wir mal, wie die Mittelteile da reinkommen. Sag ich dir jetzt schon. Perfekt. Jetzt sind alle wach.
Vorsicht! Disco! Ach. Ja, da ist der scheiß Teilschraube. Hier auch. Das Einzige, was ich machen kann, wie gesagt, ist Schrauben durchpfeffern. Ich bin kurz davor, das zu machen. Nee, glaube, da gibt es einen. Dann geht alles. Nee, nee. Akkuschrauber her, dann schraube ich hier fest. Wir bauen wieder alles ab. Ich habe das Angebot bekommen von meiner Mama, dass sie mir ein Futonbett holt. Ihre ich finde die übelst cool, Futonbetten, richtig schön flach. Das ist geil. Sie hat es mir angeboten, ich habe das Angebot angenommen, weil das ist halt extrem wackelig. Da oben konnte ich es nicht mal festmachen. Das hier macht sonst was. Deswegen finde ich es cool. Futonbett also hier hin. Geile Sache. Nicht so geil, wir bauen das jetzt wieder ab. Ich schlafe die nächsten Nächte erstmal auf dem Boden. Werden wir übrigens morgen zerschneiden mit, ihr werdet sehen, womit ich es zerschneiden kann. Wir haben jetzt 4 Minuten 45 gebraucht, um es abzubauen. Also, das ganze Zeug ist jetzt hier weg. Haben wir ja eben gesehen. Hier ist alles da erstmal rum. Wir legen jetzt hier eine Decke hin. Ja. Darauf kommt dann die Matratze und, morgen werden wir es zerschneiden. Ihr werdet sehen, womit wir es zerschneiden werden. Das wird lustig. Das ist der aktuelle Bereich. Hier werde ich jetzt erstmal alles aufbauen. Beziehungsweise hinlegen. Die Decke ist extra dafür da, weil die Matratze ist ein bisschen rau auf der einen Seite. Nicht, dass wir hier den Fußboden irgendwie noch schädigen. Also noch mehr, als wir sowieso schon geschädigt haben. Say goodbye. Never gonna tell any lies and hurt you. Digga, ich hab schon wieder gute Laune. Das merkt man daran, dass ich singe. Schon mal aufgefallen, immer wenn ich singe, habe ich gute Laune oder bin am VR-Spielen. Nee, dann tanzt du. Dann tanzt. Ja, schon, dann tanze ich. Wenn ich gute Laune habe, singe ich. Aua, warte, meine Hand. Oh, fuck. Digga, ich komme gar nicht durch. Wir haben gerade ein kleines Problem. Ja. So, ein bisschen Staub. Ob das nicht gegen meinen PC-Teil kommst. Oh. Heia! Erstmal eine Pause. Okay, warte. Einmal was anheben. Vorsicht, die Cola-Flasche. Oh Gott. So. Noch ein Stück. So, erstmal. Jetzt legen wir sie hin. Ich würde sagen. Geh mal da vorne hin. Nö. Ja. Und zieh mal ein bisschen nach da. Jawohl. So. Schon liegt sie. Okay. Lass mich mal in die Ecke schieben da oben. Ey. Lass mich mal das da oben in die Ecke schieben, bitte. Ja, ich gehe schon. Oh, so. Schön. Dann wird das hier erstmal mein. Eigentlich reicht mir das. Ich brauche eigentlich gar kein Bett. Guck mal, das ist auf perfekter Höhe hier, die Steckdose. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur eine fucking Matratze. Schreib mal. Das ist eigentlich optimal. Ihr Handy hat sie dabei, weil sie sucht ja eh was. Jo,